Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und herzlich willkommen zu einem Video bei Potters Bluff Reviews. Heute habe ich einen ganz tollen Tipp für euch. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut überstanden, denn hier gibt es einen ganz tollen Film für euch. Catch the Killer. Ich hoffe, ihr habt den Film im Kino schon gecatcht, so wie ich. Ich war nämlich sehr beeindruckt von dem Film, denn das hier hat eine richtig schöne Atmosphäre versprüht von einem richtig, also eine der tollsten Jahrzehnte für Thriller waren ja die 90er Jahre unbestritten. Und die 80er natürlich ja, Manhunter, Schweigen der Lämmer, 7. Alle solche Giganten von Thrillern, die für viele Thriller, die ja quasi die Blaupause geworden sind. Ja, und hier, Catch the Killer schlägt in eine ähnliche Kerbe und ich muss sagen, er macht wirklich Spaß. Er fängt am Silvesterabend an mit einem Scharfschützen, der etliche Leute erschießt, scheinbar willkürlich. Und dieses FBI, unter anderem mit Shane Woodley, die so ihre eigenen Probleme hat in dem Film, wird einbezogen, um den Täter dingfest zu machen. Das ist eine wirklich spannende Geschichte, toll erzählt, mit einer coolen Auflösung. Und ja, der Film ist einfach toll gefilmt, ruhig gemacht und von einem sehr schönen Regisseur, Damien Chiffron, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, der mit dem Film Wild Tales damals bekannt wurde, der nämlich für den Oscar nominiert wird als bester fremdsprachiger Film. Und Wild Tales solltet ihr euch unbedingt auch anschauen, wenn ihr den noch nicht kennt. Das ist ein absoluter, grandioser Film, so ein Episodenfilm, in dem es um Leute geht, die bis zum Ausrasten, also die ausrasten und quasi, wo die Menschheit so richtig kaputt geht. Der war auch richtig lustig und richtig gut gemacht. Und hier haben wir was ganz anderes abgelegt und ich war sehr überrascht, dass dieser Film rauskam. Dann so schön im Kino, hier von Tobis mit Leonine zusammen verlegt auf Blu-ray. Leider keine Sonderedition, sondern hier nur eine Standard-Blu-ray, aber die hat tolle Qualität, einen wunderbaren 5.1-Ton an Bord. Ja, leider haben wir als Bonusmaterial hier nur einen Trailer an Bord, aber was soll's. Dieser Film ist sehr gut und ich würde euch diesen Film sehr empfehlen, gerade jetzt für zwischen den Jahren und zur Silvesterwende, Jahreswende ist das absolut geil. Hier haben eine schöne Disc. Genau, wir haben hier auch ein Wendecover an Bord, wie ihr sehen könnt. Und ich wollte euch diesen Film einfach nur empfehlen, weil der letztes Jahr für mich einer der größten Überraschungen war. Habe ich wirklich nicht viel erwartet und habe sehr viel bekommen. Shailene Woodley war jetzt richtig gut. Aber meiner Meinung nach ist hier der beste Darsteller im Film, wie gewohnt, Ben Mendelsohn, der ein FBI-Ermittler spielt, der richtig gut funktioniert. Und hier werden auch viele Sachen sehr klischeehaft, nicht klischeehaft, also klischeebehaftet erzählt, aber mit einem coolen Twist. Denn, was Leute verstehen müssen, Klischees sind nicht immer schlecht, man muss nur wissen, wie man mit ihnen umgeht. Und natürlich ist man im Psychothriller voll mit Klischees, der hier hat einige, aber die werden gut umgangen, es wird kompromisslos durchgezogen. Da wird kein Charakter in Schutz genommen, weil ihn die Zuschauer mögen. Und es werden auch, was ja viele heutzutage als Agenda betrachten, wenn jetzt einfach homosexuelle Figuren reingeschrieben werden oder sowas, dass man einfach nur das irgendwie einen Check macht. Das hat dieser Film nicht. Der Film bindet eine homosexuelle Figur ganz normal ein, wie es halt auch einfach sein soll. Sie muss behandelt werden wie jede andere Figur. Und dann ist das auch nicht irgendwie dran getackert, aufgepackt oder mit dem Woken versehen, sondern einfach nur in die Story eingebaut. Genau, und die Figur natürlich darf nicht nur aus dieser Veranlagung bestehen. Das macht natürlich Catch the Killer nicht. Was ja auch verdammt nochmal Zeit wird, weil immer noch sehen wir Netflix-Produktionen, wo man denkt, jetzt habt ihr das wieder gemacht und das, damit ihr eure Checkboxen habt. Nein, muss das ganz normal einarbeiten. Und das haben sie jetzt schon einige Filme gemacht. Aber es ist immer noch überraschend, wie wenige das natürlich einbauen, ohne dass das irgendwie komisch wirkt. Und Catch the Killer macht das. Hat einen extrem guten Handlungsaufbau. Der Film ist auch toll inszeniert. Keine Wackelkamera, gekonnte Kamerafahrt. Wir haben sogar einen Split, die Optashot drin. Wir haben tolle Kamerafahrt, eine kontrollierte Kamera, einen guten Soundtrack. Und alles ist sehr schön gemacht. Einzige Mini-B-Abzüge sind, dass einige Schusswechsel mit CGI gemacht worden. Da habe ich mir gedacht, die paar Minuten hätte ihr euch auch noch nehmen können, um da richtige Blanks zu benutzen. Denn leider sieht man es meistens. Gerade wenn man einen Film realistisch aufbaut und alles so schön zeigt. Und dann, man in den Moment, wo es drauf ankommt, wenn man dann auf einmal künstlich wird, ist es merkwürdig. Das war auch, hat mich auch schon in David Finchers Killer gestört, der so cool aufgebaut war und dann bei den Action-Szenen auf einmal war CGI drin. Ich habe mir gedacht, warum? Ihr habt doch wirklich so viel Kohle. Macht's doch einfach richtig. Das ist aber nur ein kleiner Kritikpunkt an Catch the Killer. Ein sehr schöner Film und eine sehr schöne Blu-ray hier von Tobis. Kann ich euch nur empfehlen, gerade jetzt, perfekt genau zu der Zeit, ist dieser Film zum Schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ein schönes Leben. Geht ins Kino und macht's gut. Ciao. We'll be right back.